Was? Die Welt ist nicht komplex? Welcome to the Germans being part of Europe. Die einzige Reaktion, welche ich auf Twitter DM bekommen habe auf den Gruß vom Skilift heute Morgen, war der. Und das war ja das Framing während Coronavirus über diese Lügner, Schwurbler und Verschwörungstheoretiker, dass sie einfach die Komplexität der Welt nicht aushalten und deshalb so vereinfachte Theorien brauchen. Jetzt unter dem nächsten Ausnahmezustand, Ukraine-Krieg, kommt so ein bisschen Fake Awakening unten durch. Ja, Virus könnte vielleicht ja schon aus einem Labor kommen in China. Es könnte ja schon einen Zusammenhang geben mit diesem Life Science und Genom. Human Genome Projekt und ja, die Zahlen waren vielleicht nicht ganz und ja, die Nebenwirkungen waren vielleicht doch. Und soziale Arbeit geht dominant von Komplexität aus. Seit 500 Jahren. Aber jede Landfrau, wenn sie Konfitüre macht, arbeitet kompliziert. Linear kausal zuerst die Konfitüre ins Glas und dann den Deckel verschließen, nicht prozessual, systemisch, dynamisch. Also für jede Sozialarbeiterin seit 500 Jahren ist die Komplementarität von Komplexität und Kompliziertheit absolut normal. Wenn es dann aber heißt, follow the science und shut up with science und alles Zeugs, dann weißt du ja einfach, seit 100 Jahren wird an einem Menschenbild gearbeitet, welches mit dem modernen Menschenbild nichts mehr gemein hat. In einer Informationsgesellschaft können die Commons nicht mehr die gleichen sein wie in den industriellen Revolutionen. Dass sich eine nächste Kulturform am Herausbilden ist, das wird immer leichter zu fotografieren. Und wer das am meisten aufregt, eben, das habe ich versucht in diesem NZZ-Text im April 2020 noch einmal zu zeigen. Ich habe sie Dickhäuter genannt. Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns geht hin in Unruhe. Die ganze Playlist wie immer auf wikidienstag.ch.